What the fuck? Alter, das ist ja krass. Spiel, oh mein Gott, das war erst das Pre-Intro. Alter. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute in einer unbekannten Minecraft-Welt, wo alles schwarz ist. Nein, natürlich nicht. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Mein Name ist Alex. Ihr seid auf dem Channel 4 auf dem und heute spielen wir eine neue Map und zwar heißt die, ja, nein, ich hatte es eben mir noch anguckt. Shadowmaker, glaube ich? Ja, doch, die sollte Shadowmaker heißen. Ich meine, die ist vom gleichen Typen wie auch schon die Map Lasertag. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, klickt einfach mal drauf, guckt sie euch an. Sehr witzige Map. Das war von Spiel mit Stil. Wenn nicht, dann tut es mir jetzt leid. Auf jeden Fall, ja, erstmal hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Minecraft-Map. Worum es geht, weiß ich auch noch nicht genau. Ich habe mir hier erstmal alles durchgelesen, alles richtig eingestellt, meine ganzen Minecraft-Einstellungen. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt mit dem Spiel an. Ja? There is a small light inside you. Da ist ein kleines Licht in dir. It grows with your hope. Es wächst mit deiner Hoffnung. It fades with anger. Es vergeht mit deinem, mit... But Hass. Aber es wird dich immer leiten. Boah, das ist richtig, ich habe nicht mit Voice-Over geredet, das ist ja richtig nice. So. And now you're here. Ja, ich bin jetzt hier. Surrounded by umgeben darkness. Von Dunkelheit, ja, das kann man But so sagen. Do not worry. Ich soll mir keine Sorgen machen. Okay, alles gut, ich mache mir keine Sorgen. There is light. Okay. A shadow will help. Oh mein Gott, ich hab grad legit Gänsehaus versaut. Was ist das für eine Map? Das ist ja mal mega. What the fuck? Alter, das ist ja krass. Was haben wir denn hier? Wir haben Shadowstopper, Move the Light, Shadowfusener. Alter, was ist... Ah, oh, hier bekomme ich... Right-click the Shadow Stopper to teleport the Shadow to you. Shadow Stopper. LOL, das ist... Alter! Es ist einfach krass, dass man das alles in Minecraft machen kann. Das ist... Insane. Warte, will ich hier vor einen Screenshot machen. So, Thumbnail ist da. Jetzt, können wir einfach hier durchgehen. Und nächstes Level. Licht kann auch gefährlich sein. Kann ich hier zurück reingehen? Okay, gut, ich dachte schon. Shadow of Fusener, move the light. Ja, ich muss jetzt wieder einen Shadow Stopper. Hallo? Kann ich nicht? Nee. Okay, ich glaube, ich habe gerade keinen. Hä? Hilfe? Kann ich nach hier hinten? Okay. Was ist das hier genau? Moment, kann ich hiermit... Ah, ich kann nicht mehr so verschiedenste Barrikaden ausschalten. Da, also, ich muss sagen, das ist ja auch schon bei der letzten Map ziemlich von Portal inspirieren lassen. Hier merkt man auch, dass da wieder Portal dabei ist, aber das finde ich trotzdem mega geil. Ich meine, das ist ja... Kann ich den nicht so direkt zu mir teleportieren? Ah, okay, gut. Der kann wahrscheinlich nicht durch die Barrieren. Vermute ich doch mal. Machen wir die mal hier aus. Ich stelle die mal hier drauf. Jetzt hier noch eine Tür an. Auf, wieso auch immer. Ja, ich muss jetzt nur hier durchbekommen. Ach, lol. Okay, gut. Der wird dann resettet. Das wusste ich gar nicht. Das, ist interessant. Dann holt ihr mir nochmal kurz her. So, wir haben jetzt wieder unseren Kameraden hier. Dann schalten wir mal das aus. Stell mal hier drauf. Okay. Was genau geschieht denn jetzt? Wir haben jetzt hier eine Tür. Was bringt uns... Also, die Tür bringt uns nur was, wenn das hier aus ist. Okay. Das heißt, wir können uns jetzt noch einen zweiten holen, wenn ich das richtig sehe. Scheint mir zumindest so. Weil, wenn wir da durchgehen, wenn wir diese Dinger berühren, wird komplett alles resettet. Das... Oh, warte, wieso... Ah, okay, man kann offensichtlich immer nur einen haben. Aber was... Ah, gut, da wird sich resettet. Hm. Die Frage ist... Ja, achso, geh bitte da drauf. Geh bitte da... Danke. Nein, bleib auch da... Oh mein Gott, jetzt bleibt er drauf. Die Frage ist, was das bringt uns das... Ne? Was bringt das uns, wenn wir hier in diesen kleinen Raum kommen? Wir müssen ihn da hinten hinbekommen. Das heißt, wir müssen hier erstmal einen Hebel umlegen. Damit... Oh, warte, vielleicht ist das ja jetzt da hinten deaktiviert.
Nice. Jetzt ist das hier hinten deaktiviert. Jetzt können wir uns den hier hinstellen. Der hält das auf und der Tür könnte hier reingehen. So. Mein Schatten hat Angst. Okay. Er vermeidet das Licht. Aber ein Schatten ist doch ein S, also ein It, kein He. Also muss es He avoids the light. He wants to move away. Möchtest du es erstecken? Nein, ich möchte meinen Schatten nicht erstecken. Natürlich nicht. Ach ja, übrigens, was ich noch sagen wollte. Ich weiß nicht, wie lange diese Map gehen wird. Aber ich glaube, das ist eine Map mit ziemlich viel Content. Allein da schon davon, was ich jetzt schon sehe. Deswegen kann es gut sein, dass ich die in zwei Parts unterteile. Dann seid mir einfach nur bitte nicht böse. So, was haben wir jetzt hier? Ah, sweet boy. Wie wollen wir den denn nennen, den Kleinen? Ah. Gucken wir mal. Komm, jetzt schon, das hat man den. Ja, wunderbar. So, okay, jetzt habe ich Licht und jetzt habe ich, kann ich mir auch nicht einen Schatten holen. So. The shadow moves away from the light block. Break light blocks and place them wherever you like. Oh. Ah. Interessant. Frage ist nur, was kann ich jetzt damit anfangen? The shadow can only move north, south, west, east, up or down. He is not it is not affected by the light from any diagonal angle. Okay. Place the light here. Hab ich gemacht. Move the shadow to the pressure plate. Oh, kann ich das nicht einfach mit dem Ding hier machen? Ah, achso, okay, ja, muss ich auch so. Okay. Gut, das heißt, wir haben das erstmal jetzt schon geschafft. So. Können wir jetzt hier unseren Schatten draufstellen? Also hier, so. Na komm jetzt. Ich bleib einfach gerade drauf stehen. So, bitte, danke. Super. Spiel, oh mein Gott, das war erst das Pre-Intro. Alter! Oh. What? What the fuck? I have a mission for you. Alter! This world is in danger. Formatis? The colors start to fade. Nein, der Bunte, er kommt! Only you can bring them back. Alter, das ist krass! And your light. So what are you waiting for? Ja, was stimme ich hier noch um? Level 2 immediate lift off. Was ist hier drin? Ein Buch. Was ist das für eine fette Map? Das ist ja mal mega krass. Hello. As I see, he also trapped you down here. Please help us. Help us to get out of here. For sure, you want to know who we are. You can read something about us if you find the people's tablets. They have them in their rooms, mostly hidden, but they contain interesting texts. He generated this illusion, but I could manipulate him and manage to create a shortcut in each world. A specific sign brings you to the gallery where I can read all texts again. See you later. Ja, aber das würde ich sagen, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bin gerade echt komplett mindblown. Das ist mega geil. Ich finde das echt krass, dass das solche Leute machen oder dass Leute solche Maps machen. Auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein.